Mein Name ist Thomas Zweifel, ich bin der OK-Präsident vom Summer Masters in Maienfeld. Wir haben Summer Masters jetzt im Jahr 2018 zum zweiten Mal durchgeführt. Es ist ein nationales Turnier, wo ein offizieller Qualifikationsplatz ist zu der Schweizer Meisterschaft Springen Elite. Am Summer Masters haben wir 6 Touren ausgeschrieben, von PA95 bis 1,50 m, Schlönzer Brücke vom Amateursport zum Spitzensport. Und in jeder Tour hat man die Möglichkeit, innerhalb von 4 Tagen mit dem gleichen Ross 3-mal starten und so Ross und Reiter einen Schritt weiterzubringen. Am Morgen ist ein bisschen Staub, nachher ist Gewitter, jetzt ist es perfekt. Sonst den Rest finde ich super, alles zusammen. Ja, Springplatz ist sehr gut, Abreiteplatz in der Halle ist auch sehr gut. Stallungen sind auch nicht so weit, Parkplätze. Was für Ross hast du da am Summer Masters in Maienfeld am Start gehabt und wie ist da gelaufen? Also am Morgen habe ich die Jungen gehabt, 5-jährig, 6-jährig, meine Frau auch eine. Und nachher im Grand Prix jetzt eine 8-jährige und ein 9-jährige. Und wie ist da gelaufen? Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Also kann man immer besser machen, aber ich bin schon zufrieden, ja. Super. Ich bin jetzt das zweite Mal hier und es ist noch besser als letztes Jahr. Infrastruktur ist noch mal einen Zacken besser geworden, Organisation und natürlich das Wetter ist doch viel besser als letztes Jahr. Da macht Spass. Ich habe einen dafür ganz gut, das ist der Bel Ragazzo. Das ist ein 9-jähriger Wallach aus Deutschland. Es war für uns beide Premiere. Es war eine gewaltige Aufgabe für mich vor allem. Ich habe das Ross sehr schwierig gemacht heute. Ich bin nicht ganz zufrieden mit mir, aber das Ross hat es sehr gut gemacht. Und ja, ich glaube, auf dem kann ich mal aufbauen. Wir stehen hier gerade mit dem Sieger vom Grossen Preis vom Summer Masters 2018, Anthony Burkhardt. An dieser Stelle herzliche Gratulation. Wie gefällt es dir hier am Summer Masters? Ja, super. Ich habe die Grossen Preis gewonnen. Es ist mein erster Grossen Preis gewonnen und ich bin sehr zufrieden mit meinem Pferd. Und ich war schon hier letztes Jahr und ich habe schon eine Prüfung gewonnen. Also das ist ein super Turnier für mich und ich bin sehr zufrieden. Summer Masters 2018 ist leider schon fertig. Es war ein super Turnier. Über 4 Tage haben wir Top-Sport gehabt hier in Maienfeld, über 1000 Start. Und wir sehen euch nächstes Jahr, Ende Juli 2019, wieder in Maienfeld.